denke, dass das Motto, die Fragestellung der Tagung völlig richtig formuliert ist. Es geht bei der Frage mehr direkte Demokratie im Grunde gar nicht mehr um das Ob. Man kann sagen, diese Schlacht ist im Grunde geschlagen und gewonnen von den Befürwortern mehr direktdemokratischer Elemente, sondern es geht um die Ausgestaltung der direkten Demokratie, also um das Wie. Und ich möchte Ihnen kurz, 25 Minuten habe ich, begründen, warum ich dort skeptisch bin, was die sogenannte Volksgesetzgebung angeht. Ich beginne vielleicht mit einer Rätselfrage. Wie kann es eigentlich sein, dass es auch an dem großen Zulauf hier ablesbar ein so starkes Interesse an der direkten Demokratie gibt? Wie kann es sein, dass es insbesondere in der langen Zeit sehr zurückhaltenden, restriktiven Staatsrechtslehre heute einen regelrechten Paradigmenwechsel gibt? Also die pro-plebiszitären Stimmen sind dort mittlerweile stärker ausgeprägt als in meiner Disziplin der Politikwissenschaft. Die ist da skeptischer als das Staatsrecht heute, was die direkte Demokratie auf der Bundesebene anbetrifft. Wie kann es sein, dass die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung in ganzseitigen Artikeln Plädoyers für mehr direkte Demokratie publiziert? Wir aber, und das wäre meine These, auf der anderen Seite der Einführung direktdemokratischer Elemente auf der Bundesebene keinen Schritt näher gekommen sind. Ich glaube auch, dass sich das in absehbarer Zukunft nicht verändern wird. Jetzt könnte man es sich leicht machen und sagen, ja, der Grund liegt natürlich darin, dass CDU/CSU eine Verfassungsänderung blockieren. Das ist ja eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Aber auch in der Großen Koalition hätte es nicht gegeben, aber CDU und CSU sind nicht bereit gewesen, sich dort zu bewegen. Also bleibt die direkte Demokratie eisgelegt. Das ist aber zu einfach. Meines Erachtens ist die ablehnende Haltung der Unionsparteien, zumindest bei der CSU ist es ja mittlerweile auch schon stark aufgeweicht, aber bei der CDU ist es nach wie vor der Fall. Meines Erachtens ist diese ablehnende Haltung nur ein Symptom für ein tiefer liegendes Problem. Und dieses Problem liegt in der Fixierung des deutschen Verfassungsgesetzgebers auf die sogenannte Volksgesetzgebung. Direkte Demokratie reimt sich in Deutschland auf die Volksgesetzgebung. Wenn wir von direkter Demokratie sprechen, setzen wir diese automatisch mit der Volksgesetzgebung gleich. Deshalb ist es ganz wichtig, gleich am Anfang daran zu erinnern, dass die Volksgesetzgebung nur eine mögliche Ausprägung der Demokratie, ein mögliches Verfahren der direkten Demokratie darstellt. Ganz grob gesprochen, ich abstrahiere jetzt von weiteren, spezifischeren Ausprägungen, ganz grob gesprochen lassen sich drei bzw. vier Varianten der direkten Demokratie unterscheiden. Und der Unterschied ist, in allererster Linie daran festzumachen, wer berechtigt ist, einen Volksentscheid herbeizuführen, wer berechtigt ist, einen Volksentscheid auszulösen. Das kann entweder die Verfassung selber sein, wenn in der Verfassung bestimmt ist, dass über bestimmte Dinge ein Volksentscheid stattzufinden hat. Wir diskutieren das ja etwa an der Frage der Übertragung von Souveränitätsrechten an die Europäische Union. Das könnte ja in der Verfassung selber so geregelt sein, dass darüber ein Volksentscheid stattfinden muss. Das ist das obligatorische, also verpflichtende Referendum. Die zweite Möglichkeit, ein Verfahren, das in vielen europäischen Demokratien verbreitet ist, ist das Referendum, das von einer Regierung oder vom Parlament angesetzt wird. Wir hatten einen solchen Fall jetzt auf der Länderebene in Baden-Württemberg. Die Entscheidung über Stuttgart 21 war kein Verfahren der Volksgesetzgebung. Dort ist nicht die Initiative von unten ausgegangen, vom Volk selber, sondern dieses Referendum ist im Grunde anberaumt worden von oben. Baden-Württemberg ist eine der wenigen Landesverfassungen, es gibt insgesamt nur vier, die eine solche Möglichkeit überhaupt vorsehen. Das ist also die zweite Variante. Und die dritte Variante,
Das ist dann die direkte Demokratie von unten. Das Volk ist also selbst die Instanz, die den Volksentscheid herbeiführt. Und da ist es wiederum wichtig, zwei Varianten nochmals zu unterscheiden. Zum einen die Möglichkeit, eine nochmalige Abstimmung über ein bereits beschlossenes Gesetz herbeizuführen. Ich nenne das, weil es meines Erachtens den Charakter dieses Verfahrens am deutlichsten macht, die Veto-Initiative. Das heißt, das Volk geht gegen ein bereits beschlossenes Gesetz vor. Das ist übrigens die Form der direkten Demokratie, die in der Schweiz dominiert. In der Schweiz nennt man das fakultative Referendum. Hat vor 10 Tagen wieder stattgefunden. Es gab ein fakultatives Referendum. Die Schweiz hatte vor einigen Jahren die Buchpreisbindung abgeschafft. Das hat dazu geführt, dass vor allem in der Romandie Tausende von Buchhandlungen eingegangen sind. Deshalb gab es Druck, da wieder etwas zu ändern. Und das Parlament ist hingegangen und hat vor etwa einem Jahr dann die Wiedereinführung der Buchpreisbindung beschlossen als Gesetz. Und dagegen ist dann das Referendum ergriffen worden, wie die Schweizer sagen. Das heißt, die Bürger können in der Schweiz verlangen, dass über ein vom Parlament beschlossenes Gesetz nochmal abgestimmt wird. Und damit haben sie die Möglichkeit, dieses Gesetz zu Fall zu bringen. Und genau das ist vor 10 Tagen passiert. Mit relativ knapper Mehrheit haben die Schweizer gegen das Parlament entschieden, dass die Buchpreisbindung wieder gekippt wird. Also dass im Grunde der alte Zustand wiederhergestellt wird. Diese Form der direkten Demokratie von unten kennen wir in der Bundesrepublik ebenfalls nicht. Es gibt nur 2 Bundesländer, die sie in abgeschwächter Form realisieren, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Abgeschwächt deshalb, weil in Rheinland-Pfalz die Initiative nur vom Parlament ausgehen kann und in Hamburg abgeschwächt deshalb, weil es gegenständlich begrenzt ist. Dann bleibt also die 4. Variante, und das ist die Volksgesetzgebung. Das bedeutet, das Volk kann nicht nur gegen ein bereits beschlossenes Gesetz die Initiative ergreifen, sondern es tritt gewissermaßen selber als Gesetzgeber in Aktion. Es formuliert die Gesetze, es schlägt die Gesetze vor. Und das ist die Variante der direkten Demokratie, die in allen 16 Bundesländern realisiert ist in der Bundesrepublik. Und wenn wir von der direkten Demokratie auf der Bundesebene sprechen, meinen wir natürlich nichts anderes als die Übertragung dieses bereits bestehenden Modells in den Länderverfassungen auf die Bundesebene. Etwas anderes gerät überhaupt nicht in das Visier des deutschen Verfassungsgebers. Wir sind also in diesem Volksgesetzgebungsmodell befangen. Und das wäre eine weitere Rätselfrage, woher kommt denn die auch im internationalen europäischen Vergleich erstaunliche Fixierung des deutschen Verfassungsgesetzgebers auf die Volksgesetzgebung? Um diese Frage zu beantworten, das kann ich natürlich in der Kürze der Zeit nicht tun, muss man weit in die deutsche Verfassungsgeschichte zurückgehen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals ist die Volksgesetzgebung erfunden worden. Und sie ist erfunden worden von Sozialisten. Von der SPD. Die SPD hat das damals schon in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen. Und die Volksgesetzgebung war damals eine Reaktion auf die Nicht-Integration der SPD in den sich entwickelnden Parlamentarismus. Das parlamentarische Regierungssystem ist ja in Deutschland ohnehin erst im Jahre 1918 eingeführt worden. Die SPD war von der Staatsmacht ausgeschlossen. Und sie hat die Volksgesetzgebung übrigens in Analogie auch zur Schweiz, dort war es ganz ähnlich. Die Volksgesetzgebung ist als oppositionelles Instrument derjenigen konzipiert worden, die sozusagen in den Parlamentarismus nicht einbezogen waren. Die Schweizer Staatsgründung 1848 war eine Staatsgründung der Liberalen. Alle 7 Bundesräte wurden damals von den Liberalen gestellt und die Katholiken waren die ersten, die dagegen opponiert haben und sie haben dort die in den Kantonen schon bestehenden Möglichkeiten der direkten Demokratie genutzt. Und das bringt mich nun zu meiner Skepsis, was die Volksgesetzgebung anbetrifft. Die Volksrechte, die über die Volksgesetzgebung wahrgenommen werden, sind ihrer Natur nach oppositionell.
Und das kann man auch daran ablesen, wie in der Bundesrepublik auf der Länderebene die Volksgesetzgebung eingesetzt wird. Sie wird nämlich überwiegend eingesetzt von den Bürgern, um gegen bereits bestehende Gesetze oder politische Zustände zu opponieren. Das heißt, wir haben ja in der Bundesrepublik nicht das fakultative Referendum, die Veto-Initiative, aber die Volksgesetzgebung springt hier im Grunde ein und übernimmt den Part der nicht vorhandenen Veto-Initiative. Ich nenne zwei aktuelle Beispiele, die Ihnen auch geläufig sind, aus Bayern, der Volksentscheid über den Nichtraucherschutz. Das war eine Reaktion des Volkes auf ein nur halbherziges Gesetz des Bayerischen Landtags. Und noch stärker mit Händen zu greifen ist der oppositionelle Charakter bei der Abstimmung in Hamburg über die Schulreform. Diese Abstimmung richtete sich unmittelbar gegen die vom damaligen schwarz-grünen Senat beschlossene Reform. Sie war ihrem Charakter nach oppositionell und ich habe alle Volksbegehren, die es auf der Länderebene in der Bundesrepublik gegeben hat, unter diesem Gesichtspunkt einmal ausgewertet und bin zu dem Ergebnis gekommen, 2/3 dieser Volksbegehren, von denen dann ja am Ende nur 18 zu einem Volksentscheid geführt haben, 2/3 dieser Volksbegehren waren ihrer Natur nach oppositionell. Und es ist auch sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, welche Fragen betrifft denn das übrige Drittel. Und da haben wir eine sehr starke Dominanz institutioneller Fragen, also etwa Fragen, die das Wahlrecht betreffen, Fragen, die auch die direkte Demokratie selber betreffen. Also bei diesen institutionellen Fragen tritt das Volk dann tatsächlich auch in einem positiven Sinne als Initiator von neuer Gesetzgebung in Erscheinung. Das kann man vielleicht damit erklären, dass ausgerechnet in diesem Bereich oder gerade in diesem Bereich die etablierten Parteien eine Art Kartell bilden. Also sie haben kein Interesse an einer Öffnung der direkten Demokratie, das gefährdet ihre eigene Position, genauso wie beim Wahlrecht und insoweit könnte man sagen, hier erfüllt die direkte Demokratie auch tatsächlich eine innovative, insoweit nützliche Funktion. Aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass eigentlich auch in der Praxis der Charakter dieses Instruments ein oppositioneller ist.